damit herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, dem Coco911 von ChingeLP. Ja, wir spielen heute Seth Blinks Redstone Challenge Number 2. Das erste habe ich auch mal gespielt, jetzt letztens die erste Map, aber die war nicht so prall zum Hochladen. Habe ich später gemerkt, ja. This Map ist Design von Minecraft 1.5.1, okay. Wir spielen jetzt zwar, sieht man das hier? Ne, man sieht es nicht, wir spielen in 1.5.2. Ja, hier bedankt sich Seth Bling nochmal bei diesem Dinnerbone, FV Disco und BTC for Testing, also fürs Testen dieser Map. Ja, Regel 1, you may only place or break things that are given to you in the levels chest. Also wir dürfen nur diese Sachen hier benutzen. You may not use the hint books for any purpose besides reading them, und so weiter eben. Ich weiß ja, habe ich ja schon, ist eigentlich ganz normal. Hier müssen wir einfach nur, ups, das war falsch, versetzt, so. Hier, die sind immer zu heilen, obwohl ich es nicht brauche. So, hier, klar, okay, muss an, die Lampe, so. Ich glaube, jetzt wird es schwieriger, genau. Das habe ich mir aber noch nicht genau angeguckt. Also, wir müssen es schaffen, dass hier ein Signal durchkommt. Das funktioniert jetzt aber noch nicht, dafür muss das hier, glaube ich, aus. Und das auch, genau. Das ging eigentlich noch ganz einfach. So. Und jetzt müssen wir es machen, dass, glaube ich, in allen drei etwas drin ist. So. Ja, funktioniert. Hat funktioniert, Leute, das ist doch schön. Was müssen wir hier machen? So, wir müssen es schaffen, dass diese Redstone-Fackel angeht. Okay, dann erstmal hier mache ich mal Nacht. So. Passiert da was? Nee. Erstmal so. Jetzt müssen wir versuchen. Ah, okay. Jetzt muss es noch Tag werden, glaube ich. Genau, dann wird das gesperrt. Dann können wir gucken. Ah ja, perfekt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so gut schaffe. So, jetzt müssen wir es hier schaffen, dass das Signal, also hier, das Signal muss an, damit ich die Tür aufbekomme. Dafür muss das Signal raus. Dafür müssen die beiden, ja, aus. Also muss das Signal hier an. So, es funktioniert nicht. Dann müssen wir noch. So, jetzt sind beide aus, gut. Das ging, ich versuch's mal hier. Hat nicht funktioniert, die ist immer noch an. Nee, auch nicht. Auch nicht. Oder nee, ich glaube, war das hier hinten irgendwie?
So. Hier? Nee. Dann aber hier, oder? Komm. Dann auf den ersten Block. Nee. Das. Ah, Mann. Vielleicht hier hinten? Hier hinten nicht. Hier. Dann aber hier, so. Was? Wie weit geht hier das Signal bis hier? Das müssen wir verlängern, also müssen wir. Nee. Ich glaube, ich habe falsch gedacht. Ja, nein. Ja, endlich, Leute. Das geht ja eigentlich ganz gut. Ja, Hunger habe ich noch nicht. Der Dropper droppt da rein. Nee. Und hier gibt's auch Hints. Hint, you cannot get the dropper to release items fast enough by manual. Müssen wir das jetzt machen? Habe ich den Hint schon gelesen? Ja, glaub schon, ne? You cannot get the dropper to release items fast enough. Ist da hinten nicht was passiert? Wir müssen es irgendwie schaffen. Ich muss wirklich nachgucken. Solution. Use the comparator in subtraction mode to feed back into itself. A fast clock. Okay. Nee. Wie soll ich das machen? Hä? Nochmal gucken. Nee. Also, wir müssen damit eine Clock machen. So. Ach, im Subtraction Mode.
Wie viel Redstone ist da eigentlich drin? Da sind die 53 drin, ja. Vielleicht so. Wie wir brauchen. Wir brauchen ja eins der größten Signale. So. Ach so. So vielleicht. Nee. Leute, ich verstehe es gerade irgendwie nicht. Nochmal gucken hier. Ich bin auch nicht so der Redstone Pro. Use the comparator in subtraction mode to feed back into itself. In order to create a fast clock, use this clock to quickly power and make sure the clock is far enough away that the redstone actually toggles. Wie macht man eine Subtraction Mode? Vielleicht sollte man es so machen. Hä? Ich habe irgendwie gerade nichts verstanden. Wie soll ich hiermit bitteschön eine Clock machen? So, Subtraction Mode. So vielleicht. Und dann so irgendwie. Ich weiß es nicht, Leute. Ich so. Nee. Ich habe keine Ahnung, Leute, wie wir hier mit einer Clock machen sollen. Vielleicht das hier auch einfach weg. So, der Vergleich. Sollen wir das hier hinten wieder ranführen? Vielleicht so? Nee. Leute, ich glaube, ich mache echt mal kurz einen Cut und guck mal bei einem YouTuber kurz vorbei. Ich nehme das dann auch gleich weiter auf. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn ich weiß, wie man eine Kompe oder wie heißt der Redstone Komparator Clock macht. Bis gleich, Leute.